Das Anlegen der ersten Ziegelschicht erfolgt mittels Nivelliermax. Mithilfe des Rotationslasers wird der höchste Punkt auf der Decke oder der Bodenplatte ermittelt. Durch Drehen der Stellschrauben und das Auflegen einer kurzen Wasserwaage wird die Abziehvorrichtung exakt waagerecht auf die benötigte Höhe eingestellt. Nun wird ein ca. 2 cm dickes Mörtelbett vollflächig auf die vorher ausgerollte besandete Bitumenbahn aufgebracht und gleichmäßig verstrichen. Der Einsatz des Nivelliermax und einer langen Messlatte ermöglicht ein millimetergenaues Abziehen der Mörtelausgleichsschicht. Das noch feuchte Mörtelbett kann mit Zementpulver bestäubt werden, damit die Ziegel beim Setzen nicht in das Mörtelbett absacken. Die Maurerschnur wird außen gespannt und die Ziegel werden entlang dieser fluchtgerecht gesetzt und mittels Wasserwaage exakt ausgerichtet. Dies ist sehr wichtig, damit die nachfolgenden Mauerwerksschichten lot- und fluchtgerecht aufgemauert werden können. Abschließend wird mit einer langen Alulatte die Ebenheit überprüft und gegebenenfalls nachjustiert. Ein Hinweis: Die Ausgleichsschicht darf auch bei Temperaturen zwischen minus 5 und plus 5 Grad Celsius hergestellt werden, wenn hierfür der spezielle Dryfix Winteranlegemörtel verwendet wird. Als feuchte Sperrschicht darf in diesem Fall nur die besonderte Mauersperrbahn R500 verwendet werden. Vor Beginn der zweiten Mauerwerksschicht muss der Ziegel entstaubt und von losen Teilen befreit werden. Bei Temperaturen von über plus 5 Grad Celsius sollten die Ziegel angefeuchtet werden. Dies kann am besten mit einer Malerwalze oder im Sprühverfahren erfolgen. Bei Großkammerziegeln erfolgt der Auftrag mit einer Y-Düse. Das mitgelieferte Röhrchen wird zweimal geteilt und auf die Y-Düse aufgesteckt. Die Röhrchen werden leicht angeschrägt abgeschnitten. Vor Gebrauch muss die Dryfix-Dose mehrmals kräftig geschüttelt werden. Nun kann das Auftragen beginnen. Dazu werden mit der Y-Düse zwei parallele Klebestränge auf die Ziegelstege aufgebracht. Dabei sollte die Vorlagenlänge 2 Meter nicht überschreiten. Die vorgenäßten Ziegel werden nun zügig aufgesetzt und angedrückt. Durch kurze und gezielte Schläge mit dem Gummihammer werden eventuell vorhandene lose Teile zwischen den Ziegeln zerstört und somit Unebenheiten vermieden. Bei Kleinkammerziegeln ist keine Y-Düse notwendig. Die Ziegel werden wieder vorgenässt und der Kleber im äußeren Bereich der Ziegel ca. 3 cm dick aufgebracht. Da im Eckbereich das Nut- und Federprinzip nicht berücksichtigt werden kann, wird der Kleber auf die Verzahnung aufgetragen und an den bereits gesetzten Ziegel angedrückt. Bei Innenwänden wird die Vertiefung für den bereits vorhandenen Flachstahlanker mittels Flachhaspel vorbereitet. Somit wird gewährleistet, dass der Flachstahlanker bündig mit abschließt und es so nicht zu Unebenheiten in der Lagerfuge kommen kann. Die 11,5er Ziegel werden auch wieder mittels Walze oder Sprühverfahren vorgenässt. Den Dryfix-Kleber in die Vertiefung auftragen und den Flachstahlanker andrücken. Danach wird ein Klebestrang mittig auf die Ziegel aufgetragen. Die Stirnseite wird mit Mörtel bestrichen und satt an die vorhandene Wand angedrückt. We'll be right back.
bei nicht tragenden Innenwänden wird die Deckenanschlussfuge beidseitig mit einem expandierenden PU-Schaum verschlossen.